Das Christentum gehört zum Nahen Osten und darf dort nicht ausgelöscht werden. Dieser Ansicht ist der muslimische Prinz Hassan von Jordanien. Er wies darauf hin, dass das Christentum dort entstanden und seit 2000 Jahren ein wesentlicher Bestandteil dieser Region sei. Christliche Gemeinschaften seien für die Entwicklung der arabischen Kultur und Zivilisation maßgebend gewesen. Deswegen sei es abstoßend, grausame Angriffe auf die Christen, etwa durch die Terrororganisation Islamischer Staat, erleben zu müssen. Wenn das Christentum an seiner Geburtsstätte verloren ginge, wäre dies ein Hammerschlag für unser gemeinsames Erbe im Nahen Osten. Es sei nun die wichtigste Aufgabe, diesen hasserfüllten Konflikt zu beenden. Der Prinz erhielt 2008 den Augsburger Friedenspreis. Ziel eines Farbanschlags ist die Geschäftsstelle des Bundesverbandes Lebensrecht in Berlin-Mitte geworden. Der Verband organisiert den Marsch für das Leben am 17. September in der Hauptstadt. Unbekannte Täter schmierten den Spruch »Eure Propaganda stinkt zum Himmel« an die Fassade. Der Hauseingang wurde durch mehrere braune Farbkleckse verschmutzt. Die Geschäftsstelle befindet sich im denkmalgeschützten Gebäude der katholischen Herz-Jesu-Kirche. Wie ein Mitarbeiter des Bundesverbandes, Klaus Steigert, der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA sagte, könnten die Schmierereien mit einer Demonstration linker Aktivisten zusammenhängen. Dort war auf Transparenten zur Gegendemonstration beim Marsch für das Leben aufgerufen worden. Der Bundesverband Lebensrecht hat wegen des Farbanschlags Strafanzeige erstattet. Dieses Jahr feiert die Bekenntnisbewegung Kein anderes Evangelium ihr 50-jähriges Bestehen. Die Initiative tritt nach eigenen Angaben für die Bewahrung der biblischen Botschaft und der reformatorischen Grundlagen ein. Am vergangenen Wochenende lud der Regionalverband Westfalen-Lippe zum Jahrestreffen ein. Sehen Sie einen Kommentar vom Vorsitzenden Walter Keim zur zentralen Aufgabe der Bekenntnisbewegung. Das Anliegen der Bekenntnisbewegung ist, den biblischen Glauben wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Denn seit dem Entmythologisierungsprogramm eines Rudolf Bultmann sind die biblischen Wahrheitsaussagen immer mehr in Frage gestellt worden. Und man hat sie im Nachhinein zu entkräften oder umzudeuten versucht. Und damit sind die Wunder, aber auch die Gottessohnschaft Jesu Christi in Zweifel gezogen worden. Seitdem führt die Bekenntnisbewegung einen Kampf für die Gültigkeit des Wortes Gottes.